Das sind die Themen. Erdogan dreht durch. Israel sei eine Gefahr für die ganze Menschheit. 136 Jahre Haft. Donald Trump will Russland und China bombardieren. Und die größte Taufe der US-Geschichte. Satanist findet Jesus. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. Wir fangen heute einmal mehr in der Türkei an, wo Erdogan mal wieder zum Besten gegeben hat, was er von Israel hält und dass er natürlich nicht mit Übertreibungen spart, wie ein Artikel vom 29. Mai deutlich machte. In dem wird nämlich Folgendes berichtet: Erdogan ruft muslimische Staaten zum gemeinsamen Vorgehen gegen Israel auf. Worauf wartet ihr noch, um eine gemeinsame Entscheidung zu treffen? Gott wird euch und uns zur Rechenschaft ziehen. In der Tat, Erdogan, das wird Gott tun. Das sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara vor den Parlamentsabgeordneten seiner Partei AKP in Richtung der islamischen Welt. Als ob die islamische Welt ihnen zuhören würde. Weiter sagte Erdogan, Israel sei nicht nur eine Bedrohung für Gaza, sondern für die gesamte Menschheit. Er fügte an, kein Staat ist sicher, solange Israel sich nicht dem Völkerrecht unterwirft und sich nicht an das Völkerrecht gebunden fühlt. Und das betrifft auch die Türkei. Ja, auch die Türkei sollte sich an das Völkerrecht halten, denn wenn Erdogan und andere Islamisten von einem Völkermord in Gaza sprechen, dann muss man sagen, warum tut eigentlich die Türkei den Völkermord an 1,5 Millionen Christen aus Armenien nicht endlich anerkennen, was ja durch die Osmanen zweifellos mit vielerlei Beweisen stattgefunden hat? Nein, natürlich nicht. Nun, da muss Erdogan auch aufpassen, dass er nicht dasselbe Schicksal erleidet wie jemand, der im Parlament ja, Israel kritisiert und verflucht hat und direkt in 2 Sekunden später einen Herzinfarkt bekommen hat. Erdogan ist ja nicht mehr der Jüngste und naja, der Hellste ist er auch nicht. Da kann man nur sagen, gute Besserung an den osmanischen mächtigen Sultan aus dem Phantasialand und ihn kann man ja schon lange nicht mehr ernst nehmen. Und ich bin sicher, die islamische Welt tut das auch nicht, sehen wir ja bei den arabischen Ländern, wie Saudi-Arabien. Wir kommen weiter und zwar nach Russland und da schauen wir uns mal wieder eine Drohung des ehemaligen Präsidenten Russlands Medvedev an. Der ist ja immer an vorderster Front verbal dabei. Am 27. Mai wurde berichtet, möglicher Atomschlag, Medvedev droht Polen mit radioaktiver Asche. Russlands früherer Präsident Dmitri Medvedev hat Polen nach Äußerungen von Außenminister Radoslaw Sikorski mit radioaktiver Asche gedroht. Der Pole Sikorski hatte mit der britischen Zeitung The Guardian darüber gesprochen, wie die USA mutmaßlich auf einen russischen Atomwaffeneinsatz gegen die Ukraine reagieren würde. Tja, radioaktive Asche, das sind natürlich Worte, die klingen natürlich erstmal ziemlich heftig, aber auch Medvedev ist dasselbe Schicksal am Teilen wie Erdogan, auch ihn kann man nicht mehr ernst nehmen, weil er ebenfalls zu Übertreibungen neigt. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht ausartet zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Den würde natürlich Russland verlieren, aber so auch viele unschuldige Menschen, die dann ihr Leben verlieren würden. Und es sind schon genug Menschen gestorben. Beten und hoffen wir, dass die Kriege beendet werden. Denn es ist ja nicht der einzige, der aktuell stattfindet und nicht der einzige, der in Zukunft noch stattfindet. Sehen wir zum Beispiel Südkorea, Nordkorea, Taiwan, China, da kann es noch ganz schön heiß hergehen. Wir kommen in die USA und da schauen wir uns auch gleichzeitig mal an, wie vielleicht der zukünftige und ehemalige US-Präsident Donald Trump mit Russland und mit China umgehen würde. Denn da gibt es einen interessanten Artikel vom 2. Juni, da heißt es, bei einem Spendenevent behauptete Trump, er hätte Moskau und Peking bombardiert, um Konflikte zu verhindern. Bei einer Veranstaltung erklärte Trump laut der Washington Post, dass er Moskau und Peking bombardiert hätte, wenn Russland in die Ukraine oder China in Taiwan einmarschiert wäre. Seit seinen Aussagen zu einem schnellen Kriegsende zeigt sich Donald Trump zudem wieder versöhnlicher mit der Ukraine. Kann also sein, dass Donald Trump die Ukraine-Politik von Joe Biden fortführt und auch gegen Russland sich dann einstellen wird und gleichzeitig für die NATO. Donald Trump kann ja seine Meinung ziemlich oft ändern, genauso wie seine Krawatten manchmal. Aber auf jeden Fall sehen wir Donald Trump, wenn er Präsident gewesen wäre und Russland hätte unter seiner Präsidentschaft die Ukraine angegriffen,
dann hätte Donald Trump also Russland angegriffen. Oder Donald Trump würde auch China angreifen, wenn China wiederum Taiwan angreifen würde, was ja durchaus möglich wäre. Wir sehen, in was für unglaublichen Zeiten wir leben, denn wir haben es ja hier mit USA, China und Russland zu tun. Das ist nicht irgendwie Afghanistan oder so. Also wir haben es hier mit den größten Mächten militärisch gesehen zu tun, die es gibt auf dieser Erde. Und wir bleiben nochmal in den USA und bei Donald Trump, denn wenn man alle Anklagepunkte zusammennehmen würde, könnte Donald Trump tatsächlich eine Haftstrafe drohen von knapp 136 Jahren. Nun, ebenfalls berichtet wurde dann am 28. Mai Showdown im Trump-Strafprozess. Sollte Trump für schuldig befunden werden, hängt die Höhe seiner Strafe wesentlich davon ab, ob sich der Schuldspruch auf ein Vergehen oder ein Verbrechen bezieht. Theoretisch könnte er für jeden der 34 in der Anklage angeführten Fälschungsfälle zu maximal 4 Jahren Haft verurteilt werden, was sich auf 136 Jahre summieren würde. Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump zu 136 Jahren Gefängnis irgendwie verurteilt wird, ist ziemlich gering, aber 4 Jahre wären ja auch schon eine lange Zeit für Donald Trump. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, dann könnte er natürlich nicht nochmal ins Weiße Haus einziehen. Wir werden gucken, ob es tatsächlich zu einem Duell zwischen Joe Biden und den USA kommen wird, beziehungsweise Joe Biden und Donald Trump. Aber wir bleiben nochmal in den USA und ich dachte mir zum Schluss dieser Folge der Inside News auch mal was Positives, denn es gab in den USA, genauer gesagt in Kalifornien, die größte Taufe oder Taufevent, das es jemals gab in den USA. Am 26. Mai wurde berichtet, 12.000 in Kalifornien getauft. In Kalifornien fand kürzlich die größte Taufe in der Geschichte der USA statt. Baptize California, eine Veranstaltung, die am vergangenen Wochenende an verschiedenen Orten in Golden State stattfand, wurde zur größten Taufveranstaltung in der US-Geschichte. Das zweitägige Spektakel repräsentierte unzählige Beispiele für Lebensveränderungen. Natürlich, das Leben verändert sich radikal durch den Glauben an Jesus Christus, weil Jesus zu erkennen, ist der Sinn des Lebens, weil man dadurch eine Hoffnung auf ewiges Leben hat. Ich will gar nicht wissen, wie sich Atheisten fühlen, ohne eine Hoffnung auf das, was nach diesem irdischen Leben passiert. Wobei ich ja selbst Atheist war und ich meine, das ist schon ganz schön trostlos und hoffnungslos, wenn man glaubt, man lebt nur einmal und danach kommt nichts. Aber Atheisten glauben ja auch, sie kommen von nichts und gehen zum Nichts. Denn wir wissen ja, die Schöpfungsgeschichte Genesis 1 für Atheisten würde lauten, im Anfang war nichts. Und dann ist nichts explodiert. Und siehe da, aus dem Nichts kam dann alles. Genauso wie der Mensch, der ja ein Wunder ist, im Ebenbild Gottes erschaffen, aber rein zufällig entstanden sein soll. Das ist wirklich Phantasialand der letzten Stufe des Gehirns. Aber wir schauen uns noch an, wer auch bei dieser Taufveranstaltung zu Jesus gefunden hat, nämlich ein Satanist. Da heißt es, Satanist nahm umgehend Jesus an. Es war ein surrealer und außergewöhnlicher Tag, erinnert sich der Pastor. Es war, als lebten wir in der Apostelgeschichte. Ein Satanist nahm Jesus an und ließ sich sofort mit Wasser taufen. Man konnte die Veränderung sofort sehen. Die Veranstaltung, die an verschiedenen Orten stattfand, zogen viele Besucher an. Ja, sowas würde ich mir natürlich auch für Deutschland wünschen und für andere Orte in Europa, wo ja das Christentum immer weiter weggedrängt wird, die Menschen immer ungläubiger werden und damit dem Islam den roten Teppich ausrollen. Denn nur weil es eine Entchristianisierung gab, konnte auch eine Islamisierung stattfinden. Es wird Zeit, die Zeit zurückzudrehen, damit es eine Hoffnung gibt in der Zeit, die vor uns liegt. In Deutschland, in Europa und weltweit. Auch Jesus sagt in Matthäus 24 und Kapitel 28, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Und Jesus ist laut Bibel der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, nämlich zum Beispiel den Sabbat zu halten, machen ja die meisten Christen auch nicht. Die gehen sonntags in die Kirche, was keiner in der Bibel jemals getan hat oder tun wird in Zukunft. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, die Endzeit heißt nicht das Ende der Welt, sondern das Ende dieses teuflischen Zeitalters. Diese Weltzeit wird zu Ende gehen und dann wird beginnen das Königreich Gottes auf Erden. Halleluja.
Und danken wir zum Schluss nochmal Gott dafür, dass wir auf jeden Fall den Glauben haben, weil es ein Privileg ist, glauben zu dürfen. 1. Korinther 15, 2. Korinther 2. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. In der Tat, Gott sei Dank, egal wie du aussiehst, egal wo du bist, egal wie du heißt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu Jesus Christus zu kommen. Er ist die Tür, und wenn man sein Herz öffnet, dann wird Jesus einen auch zu sich ziehen, so Gottes Will. Auch ich danke zum Schluss nochmal allen Unterstützern meiner Arbeit und meines Kanals. Ich denke, wenn wir uns jetzt weiter in die Wehen der Endzeit nach vorne begeben, ist so eine Arbeit wichtig, damit die Menschen die Zeichen der Zeit erkennen. Also vielen Dank an alle für eure Unterstützung. In diesem Sinne, lasst auch gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne weiter den Kanal, wenn ihr möchtet. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel. Fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, ob die Menschen das wollen oder nicht. Der König der Könige, der Richter der Welt, der Herr der Herren, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.